Mein Name ist Aljoscha Höhn und ich bin, na, erinnern Sie sich noch? Genau, Ihr Rasenreporter, der im Vorfeld des Adam und Eva Awards unterwegs ist und exklusiv hinter die Kulissen des Awards schaut. Am 7. November ist es endlich wieder soweit. Da findet er statt, der Adam und Eva Award in Leipzig zum allerersten Mal. Da werde ich auch vorbeischauen, aber jetzt bin ich erstmal in Berlin. Und warum? Ganz einfach, weil hier die ausführende Agentur ins Glück sitzt. Und denen werde ich direkt zu Beginn meiner Deutschlandtour einen Besuch abstatten und mal schauen, wie denn die Arbeiten so aussehen. Was für Konzepte sind geplant und vor allem, wie hoch ist der Glücksfaktor? Ich schaue mal nach. Der Weg zum Glück zeigt in diese Richtung und dieser Richtung werde ich mal folgen. Und lande bei? Fusi. Ach toll, und du verwaltest hier das Glück, oder? Genau, ich sitze hier am Empfang und wir sind alle glücklich jeden Tag. Das freut mich doch zu hören. Ich habe einen Termin beim Detlef Winssen, bei eurem Chef. Ja. Hat der Zeit, ist er da? Lass mich mal ganz kurz schauen. Ja, also die Ampel ist auf grün. Ich würde sagen, ihr könnt durchmarschieren. Die Ampel ist auf grün, ja, das ist ja großartig. Also, Detlef zeigt an, er ist gesprächsbereit. Die Ampel ist auf grün, aber wenn ich drin bin, müssen wir natürlich das Ganze umswitchen. Dann ist natürlich rot angesagt, denn jetzt reden wir. Das ist also die Wohlfühl-Oase von Detlef Winssen. Schön, in deinem Büro zu sein. Ja. Wie geht es dir? Gut. Ja, ist ja bei Ins Glück ist ja das Glück großgeschrieben, oder? Ja, vor allen Dingen weiß man, wie man da hinkommt. Das stimmt, immer dem Pfeil entlang, das habe ich heute schon gelernt. Detlef, aber die große Frage ist natürlich jetzt, wie sieht das Konzept für Adam und Eva aus? Ihr seid die ausführende Agentur, auf was dürfen wir uns freuen? Auf eine tolle Veranstaltung. Er ist knallhart, auf eine tolle Veranstaltung. Wird's laut, wird's leise, wird's bunt? Es wird Rock'n'Roll, es wird wild, es wird spaßig, es wird wachsen. Weil wir befinden uns ja in blühenden Landschaften, nicht nur in Leipzig sind wir in blühenden Landschaften, sondern auch in unserer Branche, die ja blüht und wächst und gedeiht, wie es nur so geht. Und deswegen, weil wir die besten Früchte dieser Landschaft zeigen wollen, deswegen wird es eine tolle Veranstaltung. Jetzt ist Leipzig zum allerersten Mal der Standort, wo der Adam und Eva Award ausgetragen wird. Was bedeutet das für euch? Blühende Landschaften. Ist doch klar. Also warum heißt das blühende Landschaften? Den Spruch von Kohl kennst du doch, Aljoscha, oder? Absolut. Ja, also Leipzig ist für uns der Inbegriff. Ich meine, da gibt es ganz tolle Sachen, da gibt es eine ganz tolle Kultur, gibt es eine ganz tolle Kunstszene, da gibt es ganz tolle Firmen von Porsche bis BMW und so weiter und so fort. DHL hat das Luftkreuz da, da wächst und gedeiht alles und wir sagen, guter Ort, wo wir hingehen können, weil unsere Branche, die Live-Kommunikation, wächst und gedeiht ja auch und treibt tolle Blüten und die besten, die wollen wir da verleihen. Nämlich die goldenen Äpfel für die besten Blüten dieser Branche. Und deswegen machen wir eine Show, die ein bisschen anders ist vielleicht, mal ein bisschen mehr Rock'n'Roll, aber denke ich mit viel Spaß. Und wir haben uns tolle Leute gesucht, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist ein schönes Team und darauf haben wir viel Freude dran. Als ausführende Agentur den Adam und Eva Award zu veranstalten und zu organisieren, ist das eher Fluch oder ist das eher Segen? Ich darf ja nichts Falsches sagen. Ich will ja, dass nächstes Jahr noch andere Agenturen kommen. Natürlich ein Segen, ein großer Segen. Das ist eine Gnade, dass wir das machen dürfen. Und ich kann nur allen Agenturen empfehlen, ganz heiß, macht es auch. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 10 Jahren und immer wieder. Der Aufruf also schon direkt fürs nächste Jahr. Detlef, du bist nicht alleine, du hast noch ein Team hinter dir. Wen haben wir da noch alles? Insgesamt 174 Leute, die dafür arbeiten. Als Feste, plus die Freien natürlich noch, die dann hinzugezählt werden. Ja, also das heißt, es sind viele differenzierte Aufgaben, aber es gibt so ein paar, die natürlich ein bisschen steuern müssen. Die 174 Leute, kannst du dir vorstellen, schwer zu steuern. Also einer ist Malte Heindl und der andere, und die andere ist Jessica Müller. Dann werde ich jetzt mal schauen, was die beiden so machen und? Die andere, ist Jessica Müller, habe ich gesagt. Ja, ja, das haben wir drauf. Okay. Dann werde ich aber jetzt erstmal zu Malte gehen. Okay. Hier sitzt also die geballte Kompetenz von Ins Glück. Hallo zusammen. Hallo. Und hier ist der Malte. Hallo Malte, grüß dich. Hallo, Joscha, grüß dich. Du bist im Team vom Adam und Eva Award zuständig für was? Sponsorenakquise und für die Betreuung unseres Kunden. Sprechen wir zuerst mal über das Sponsoring. Wie läuft es da mit der Akquise? Es läuft gut, wir sind ja noch ein bisschen Zeit bis zur Veranstaltung. Wir haben schon viele große Haken machen können an den großen Baustellen, die wir haben. Ein, zwei haben wir noch und da suchen wir noch tatkräftige Unterstützung. Die ganze Veranstaltung wird ja über Sponsoring finanziert. Sind aber schon ganz zufrieden soweit. Super, das heißt, wenn es noch ein paar Unternehmen gibt, die sagen wollen, ja, wir wollen Adam und Eva unterstützen, die dürfen sich bei dir melden. Immer gerne her mit anrufen und wir sprechen dann gerne und finden da bestimmt Lösungen und haben auch tolle Ideen, wie wir die einbinden können und wie wir da noch für jeden so einen Mehrwert bieten können. Spannend ist ja auch immer der Kunde. Jetzt habt ihr den Pharma-Up als Kunden. Jetzt mal unter uns. Was ist das denn für ein Kunde? Ist das ein lieber Kunde? Ist das ein böser Kunde?
Er ist ein sehr lieber Kunde. Ist wirklich so. Also ist ja so, wir kennen uns ja auch alle schon ein bisschen länger, der Farmab und wir ins Glück und ich auch persönlich mit den Leuten dort. So gesehen macht es Spaß und ist natürlich schon ein eigenes Verhältnis, weil wir ja quasi auch Sponsoren sind als Agentur. Und dementsprechend ist da kein Kunde, der uns da irgendwie Geldscheine hinhält und sagt am Ende, du willst Geld von mir und dann musst du aber auch alles liefern, sondern ist es schon auch ein Miteinander und das ist einfach sehr angenehm. Und last but not least bin ich bei Jessica Müller und du bist zuständig für? Die Projektleitung, die Koordination aller Gewerke und dass alles funktioniert und wir am Ende eine coole Veranstaltung haben. Aus der Vergangenheit weiß ich natürlich schon, dass es viele Gewerke sind, sehr viele Gewerke. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus, beziehungsweise was ist da die Herausforderung für dich? Das sieht sehr ähnlich aus dieses Jahr. Also wir haben, ich glaube, nicht weniger Gewerke, als es sonst auch waren, dadurch, dass eben alles gesponsert werden muss. Die Herausforderung ist, dass alle Gewerke immer denselben Kenntnisstand haben und alle Gewerke das weitermachen, was sie weitermachen sollen. Und das ist meine Aufgabe. Und natürlich auch auf dich hören. Also, liebe Gewerke, das ist die Frau, auf die ab sofort wieder fleißig gehört wird. Und gehört wird jetzt auch mal kurz auf mich, denn ich darf verraten, auf www.adam-eva-award.de, da gibt es alle weiteren Informationen zum Award und natürlich auch weitere Videos, die in den nächsten Wochen folgen werden. Es wird spannende Einblicke geben. Und die Facebook-Seite des Adam und Eva Awards, die darf natürlich auch nicht vergessen werden zu liken. Da sehen wir uns wieder und wir beschäftigen uns noch ein bisschen mit den Äpfeln.